Lina ist ein ganz normales Mädchen, die liebt es sich, Geschichten auszudenken und Erfindungen zu machen. Doch heute Abend entdeckt sie ein ziemlich seltsames Buch. Was es damit auf sich hat, das gibt es jetzt in der neuen Gute-Nacht-Geschichte. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett, heute mit der 992. Gute-Nacht-Geschichte. Ich bin Marco, schön, dass ihr mit dabei seid. Jetzt kommt als allererstes das Recken und das Strecken auch am Sonntag. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, ganz lang und spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute Abend, bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 992. Gute-Nacht-Geschichte für Sonntag, den 13. Mai. Lina und das Buch der Erfindungen. Lina ist ein ganz normales Mädchen. Es ist ein ganz normaler Tag. Es kann sogar der heutige sein. Lina ist neugierig und kreativ. Sie verbringt jeden Tag damit, sich Geschichten auszudenken oder Erfindungen umzusetzen. Doch heute Abend, da macht sie eine ganz besondere Entdeckung. Sie beschließt, in die Bibliothek zu gehen. Dort stößt sie auf ein altes, verstaubtes Buch. Und das fasziniert sie total. Das Buch heißt »Das Buch der Erfindungen«. Und es sieht aus, als ob es schon sehr, sehr alt ist. Lina beschließt, es mit nach Hause zu nehmen. Dort kann sie es in Ruhe lesen. Als sie später am Abend zu Hause ist und das Buch öffnet, entdeckt sie darin nicht nur fantastische Geschichten über Erfindungen, über Abenteuer, sondern auch eine ziemlich geheimnisvolle Anleitung zum Bau eines Flugapparats. Die Idee fasziniert sie, einmal selbst zu fliegen. Das ist doch Anreiz genug, um das Buch genauer zu lesen und um Pläne zu schmieden. Jeden Tag verbringt sie nun in einer kleinen Werkstatt. Hier tüftelt sie, hier versucht sie und probiert sie sich aus an verschiedenen Konstruktionen und Materialien. Es dauert einige Zeit, doch irgendwann gelingt es Lina, eine Art Flugzeug zu bauen. Das wird mit Propellern angetrieben. Als der große Tag des ersten Flugversuches kommt, da ist Lina ganz schön aufgeregt und gleichzeitig voller Vorfreude. Sie steigt in das Flugzeug und startet den Motor. Ganz langsam, aber stetig hebt sie ab und sie schwebt über den Dächern der Stadt. Das ist das unglaublichste Gefühl, das Lina jemals hatte. Ein Gefühl der Freiheit und Schwerelosigkeit. Doch mit einem Mal fängt das Flugzeug an zu schlingern. Lina versucht, es wieder in die richtige Richtung zu bringen. In letzter Sekunde erkennt sie, dass das Flugzeug zu schwer ist und zu viel Gewicht mit sich herumträgt. Alle unnötigen Gegenstände wirft sie auf dem Flugzeug. Und so schafft sie es, das Flugzeug gerade noch rechtzeitig unter Kontrolle zu bringen. Als sie dann wieder auf dem Boden landet, da ist Lina erleichtert und dankbar zugleich. Manchmal muss man auch Dinge loslassen, um weiterzukommen. Und es gibt immer einen Weg, das hat Lina heute gelernt. Als sie nach Hause kommt, da ist sie sich sicher, dass sie das Buch noch zu Ende lesen wird. Sie will noch mehr Ideen sammeln. Und sie ist jetzt schon ganz gespannt, was sie mit ihrer Neugier und Kreativität noch alles erreichen können. Vielleicht gibt es ja noch mehr Erfahrungen als die Freiheit in der Luft. Lina, die weiß auf jeden Fall genau wie du. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt es, ab ins Bett, träum was Schönes.
Bis morgen, 18 Uhr. Ab ins Bett.net. Gute Nacht.